Das aktivieren wir dann mal. Ich weiß gar nicht, wo haben wir jetzt eigentlich hier ein Teleport-Ding aktiviert? Ist das für den Teleporter, der beim Vergewaltiger-Typen war? Oder welcher war das jetzt? Keine Ahnung. Hm, an Arionic Barrier. We must find the source and get rid of it. Da kannst du ja bloß hoffen, dass sie auf der Seite hier ist. Kann ich irgendwas mit dem Ding jetzt machen? Nee, ne? Aua! Aber das ist doch so ein Infoteil. Kann man die nicht irgendwie anschauen? Hatten die das nicht gesagt? Scheint nicht zu gehen. Hm. So ganz blicke ich das noch nicht mit den Teilen. Okay, schauen wir mal, ob wir irgendwie nach links weiter können. Aber ich hatte da jetzt, glaube ich, auch nichts weiter gesehen, wo wir hinspringen können. Ah, ja, 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 ist ja gut. Ja, du wirst mich jetzt auch treffen. So. Mal hier drüben so hin. Na, ich werde überall getroffen. Scheiße. Ah ja, okay, hier sind wir, glaube ich, richtig. So, jetzt haben wir zwei von solchen Dingern eingestellt. Ich habe aber keine Ahnung, ob das uns schon irgendwie weiterhilft. Wir kommen auf jeden Fall nicht nach links. Haben wir jetzt irgendwas bewirkt hier? Ah, hier ist noch ein drittes. Okay. Das habe ich noch gar nicht gesehen. Ah, wunderbar. The Arionic Barrier is down. And it looks like the traps are also disabled. Das war meine Hoffnung. Du solltest jetzt eigentlich nicht wieder nach links gehen. Aber wir sehen, okay, die Leute werden wieder reingespawnt. Das ist insofern gut, dass man schön leveln kann. Aber das wollen wir natürlich nicht jetzt machen. Die Fallen sind aus und bleiben aus vor allem. Das ist auch wichtig. So, dann können wir jetzt ganz gemütlich mal nach hier drüben machen. Das freut mich doch. Gut, speichern? Weiß ich nicht. Ne, komm, lass erstmal losgehen. Schauen wir doch mal, wie es hier aussieht hier drüben. Oh, nicht so gut, wie es aussieht. What? What's that? Enzo, you're running too fast for me to keep up. Wait! Aaron, don't look! Oh, Enzo, what happened here? It's horrible. It looks like the people that we passed on the way into the forest. Help, help me, somebody, please. A survivor, we have to heal them. Them? Thank you, you saved my life. Who did this to you? And why is everyone here and not waiting at the entrance of Bodiab? It was the Chorus Gang. We were stuck outside Bodiab. One of the gang told us that we could get through if we paid them. Then we arrived here. We must use the teleport clue up there. It's the only means to get out of this forest. We gave over all our money. Some might have been teleported. And then this Ajunga guy came. He said that Norbert Koros had been taken down and that he had to get rid of the goods. The goods? Don't tell me. They let the Drakas loose on us. It was a massacre. But cruelty! How could they treat people this way? What kind of country is this? I can't understand such barbarity. First Norbert, and now this. I survived because they began to fight amongst themselves. To fight amongst themselves? Yes, an Ajunga appeared in a Kalu with this veiled woman and other trackers and trainers. Onizita! Our friend was kidnapped. She was supposed to put us in contact with the people who'd get us through. She's alive. They went deep into the forest, to the southwest. What are you planning to do? What do I want to do? I have to make them pay. But I must also consider Aaron. There's a lot of them, and their chief must be an Arionic. Oh. Do you want to go? I just can't stand by after what happened here.
This Chorus Gang is a bunch of inhuman monsters. They must be stopped. But I... But you think I'd slow you down? You're not sure you can guarantee my safety. What would you do if you were alone? My legacy will sink with my Orion only if I discover who I really am. The only way to awaken the pillars of my soul is to face every situation by consciously deciding which part of me should respond. And I'm not the kind of person to pass on by. I couldn't be proud of myself if I returned to Zama after running away from this. Then, let's go. I don't know how yet, but I won't ever hold you back on your Orionic pilgrimage. I trust you, whatever happens next. Thank you, Aaron. Thank you for believing in me. If you decide to go after these monsters, I can help you by selling you the items that I've picked up in the forest. Do you want to stay here? I'm going to bury all of these unfortunate souls. I'll stay hidden till you return. The money will help me to pay for the right papers to get into Isao. In that case, Aaron and I are going to wipe out the Chorus Gang. Oh man. Make your way into the Chorus Gang's base in the southeast of Bodiop. Use the GPS. Okay, ich würde sagen, wir schauen erstmal, ob wir bei ihm ein paar Sachen kaufen können. Mann, die sind ja echt richtig mies drauf, die Leute. I found some items in the forest. Gut, schauen wir mal, was es hier gibt bei ihm. Hat auch Gear, siehst du mal. Okay, was ist denn das? HP Restore? Ja gut, brauchen wir jetzt nicht so unbedingt, weil wir immer noch auch Aaron haben. Ansonsten... Food, was haben wir da? Stamina, noch mehr Stamina, okay. Ich würde sagen, da kaufen wir mal ein bisschen was. Achso, mit dem Stick. Ich versuch's ja mit dem Steuerkreuz, tut mir leid. Ja, machen wir mal hier. Ach komm. Kaufen wir mal von jedem 5. Wobei, es ist eigentlich scheiße, viele zu haben. Es ist eigentlich besser, auf wenige das Ganze zu verteilen. Ja, lass uns ein paar Kuchen kaufen hier. Kaufen wir mal 20 Stück von. Wir haben noch ein bisschen Geld zurzeit. Ja, passt schon. Ach, 220 Jotas, wie süß. Okay, wir schauen mal bei der Gear, was wir da so haben. Jacket embroidered with sacred plants from Bodiop. Okay, wie sieht denn das aus? Ist für Aaron? Jetzt weiß ich natürlich nicht, was ihre normalen Werte sind. Auf jeden Fall, Defense und Resistivity gehen hoch, aber AP Max gehen runter. Das finde ich nicht so gut, ehrlich gesagt. Okay, die gehen die AP Max hoch, aber Defense geht runter, die Agility vor allem. Auch nicht so. Aber das hier, das sieht gut aus. Den können wir auf jeden Fall... Wobei, ich glaube, ich habe von einem eingesammelt. Ehrlich gesagt, schaue ich mal kurz, ob wir da vielleicht irgendwas anderes haben. Aber wir können ja erst noch mal hier schauen. So, Poultice. Die Feuer... die Feuerdingens geht runter. Die Feuerbeständigkeit. Aber alles andere geht halt hoch. Von daher würde ich sagen, machen wir das einfach mal. Pack mal eins ein. So, der Old Tracker. Ah, die Kraft geht runter. Finde ich nicht so geil. Speed of Sama haben wir schon. Und Forest Blade besitzen wir eins. Ach, siehst du mal, den von dem Poultice besitzen wir auch schon eins. Gar nicht mitgekriegt. Genau, und den Skirt, den haben wir. Okay, dann passt es ja soweit. Ich glaube, dann gibt es eigentlich nichts für uns zu kaufen. Okay. Wir sollten aber mal die Sachen ausrüsten, auf jeden Fall. So. Gear. Hier, genau, das legen wir an. Wunderbar. Bei den Bracelets, der Old Tracker, ja gut, die Kraft geht um 1 runter. Ich glaube, das können wir verkraften. Das geht noch. So, March of Sama. Das hilft uns nicht weiter. Aber hier das Forest Blade. Das wollte ich noch ausrüsten. Gut, das legen wir an.
Und damit wechseln wir mal zu Aaron und die nimmt diesen Rock, genau. So war das gedacht. Das, ja, wie viel hat sie denn jetzt momentan an AP? Das finde ich ein bisschen blöd, muss ich sagen. Dass man das nicht einsehen kann so richtig. Achso, schauen wir doch mal so. Okay, 20 geht es gleich runter. Andererseits geht ja Verteidigung auch ordentlich hoch. Nee, 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 weil bei ihr ist eigentlich der wichtigste Wert die AP, wenn sie heilt. Bisher wurde sie ja eigentlich noch nicht weiter angegriffen, oder? So, und ich würde sagen, dann schauen wir uns auch mal so ein bisschen in dem Menü um. Was gibt's denn hier? Okay, wir können uns hier die ganzen Leute nochmal anschauen, die wir schon so hatten. Ja, die Rattlinge, die waren ganz toll. Nimrod's Band. So, und hier haben wir auch nochmal Erklärungen zu den Kampfstilen der Leute und vielleicht auch so, weiß ich nicht. Nee, hauptsächlich zu den Kampfstilen, okay. Geschichtliche Hintergründe nicht so sehr. Das war eine Gestalt, ey. Okay, bei Allies, wen haben wir da? Paa Amugu, wer war das denn? Most Senior Elder in Sama. Ach, das ist der Griot, ne? Ja, ja, genau. Ich habe übrigens mal nachgeschaut, der Griot ist tatsächlich, das heißt auch im Deutschen offenbar, ich weiß nicht, ob es ein Griot ausgesprochen wird. Das ist einfach das Wort für eine Art Lehrer, der eben die mündliche Überlieferung innerhalb so eines afrikanischen Stammes weitergibt. So, Art of Combat, also wir können ja ganz viel noch an Infos erhalten. Aber brauchen wir davon jetzt irgendwas eigentlich nicht, ne? So, schauen wir uns mal die Orions an. Gibt es da irgendwas zu ergründen oder irgendwas, was uns hilft oder was uns irgendwie Aufschluss gibt? Oh Gott, das dauert ja lange mit Laden. So, das sieht sehr spannend aus. Okay, Honor. Achso, genau, dafür gibt es ein eigenes Level für die Dinger, sehe ich gerade. Aha. Okay. Sehr spannend, aber was können wir hier jetzt veranstalten? Achso, wir können wahrscheinlich von diesem Brett dann die einzelnen verschiedenen Dinger ausrüsten auf unsere... Ja genau, wir können das jetzt ja aufs Steuerkreuz legen, wie wir wollen. Ja gut, momentan ist Honor ja unsere einzige orionische Kraft, von daher bleibt das natürlich so. Aber wir schauen mal hier im Fortschritt. Was können wir denn hier machen? So, auf Level 20, wir sind Level 9. Ja, das dauert noch ein bisschen. Bis wir da die nächsten Fähigkeiten lernen. Ayas Healing, ja, bei ihr ist momentan nicht so viel an Sachen, die man machen kann. So, das ist aber Progress. Es gibt noch Skills, da schauen wir auch gleich nochmal rein. So, hier sieht es schon ein bisschen anders aus. Mobile Shield, Block While Walking, aha. Hat man die jederzeit zur Auswahl oder wie sieht das dann aus? Was soll ich das jetzt equippe? Ach, davon kann ich dann immer bloß eins auswählen, oder wie ist das? Enzo also regains Stamina while recharging his AP. Das ist eigentlich gut, das sollten wir auf jeden Fall mit auswählen. Wie viele können wir denn da auswählen? Ich habe keine Ahnung, aber momentan haben wir eh bloß die zwei. Von daher nehmen wir die gern. So, schauen wir nochmal bei Aaron. Da gibt es momentan noch nicht so viel. Ah, okay, je öfter wir Aarons Heilkraft benutzen, desto mehr steigt die Complicity. Und damit kann sie dann auch andere Combos machen. Ah, das finde ich cool. Gefällt mir. Okay, das ist auf jeden Fall schon mal ganz gut zu wissen, solche Sachen. Damit wir auch wissen, worauf wir dann in den Kämpfen so ein bisschen achten müssen, finde ich. So, schauen wir uns mal den Status an, da haben wir auch noch nicht reingeschaut. Was können wir denn hier machen? Können wir überhaupt irgendwas Tolles machen? Charge AP, plus 9, plus 3, okay. Ach, das ist wahrscheinlich durch die Sachen, die wir ausgerüstet haben. Ja, ja, ich glaube schon. Sieht ganz danach aus. Bei Aaron sollten wir auch auf AP Regenerationen schauen, dass wir sowas mal mitfinden. Das wäre, glaube ich, tatsächlich sehr gut. Okay. Haben wir uns so ein bisschen informiert darüber, wie das Spielsystem dann eigentlich aussieht. Und ich würde sagen, dann schauen wir doch mal aufs GPS.
Da oben... Ah ja, genau. Hier oben ist ja der Teleporter, der momentan noch nicht funktioniert. Oh, komm schon. Da kannst du nicht drüber springen. So, den müssen wir irgendwie wieder zum Laufen kriegen. There's something missing, which is needed to make it work. Repairing it means we can find the way out of Bodia. So, ich nehme mal an, zufälligerweise wird wahrscheinlich das, was fehlt, um den Teleporter wieder zum Laufen zu kriegen, genau bei den Räubern sein. Sodass seine große, heldenhafte Entscheidung, die Leute zu retten, völlig obsolet sein wird, weil er sowieso dahin muss, um das Ding zum Laufen zu kriegen und uns weiterzubringen. Aber gut, ich will natürlich seine Heldenhaftigkeit nicht in Frage stellen. Ich finde auch gut, dass er so langsam mitkriegt, dass er sich ganz schön arschlöchig verhalten hat und da vielleicht auch so ein bisschen rauskommt. Einsicht ist ja der erste Weg zur Besserung. Die Ladescreens sind teilweise ganz schön lang, habe ich das Gefühl. Ich meine, so viel gibt es ja nur eigentlich auch nicht zu laden. Sollte man annehmen, dass das schneller geht. Aber ich glaube, das habe ich sogar gelesen in den Kritiken zu dem Spiel, dass das war so ein kleines Manko gewesen, dass es teilweise sehr lange dauerte, die nächsten Gebiete zu laden. They're down there. It looks like they're talking. There was a huge waste of merchandise. The bosses have got problems with each other, and we, well, we are losing money. We had stacks of immigrants as well. Those fools will do anything to get across the forest and into Isao. We would have made a lot of money, you know. At least we'll be saving on the Traka food for several days. Haha, yeah. They've eaten well, that's for sure. They're still licking their chops. The funniest thing was when we asked them to get in a group. Those morons thought we were gonna put them through the Kalu in order of arrival. Ha 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 ha! You should have seen their faces! They were fighting over who went first! It was so funny when the Trakas attacked them. The hardest thing for me was not laughing. It would have aroused their suspicions before we got them in a nice convenient group. Alter, was für Kackbratzen, ey. This has to be some kind of nightmare. The Chorus Gang. They are profiting from people's desperation. Enzo, you're Orion.